Hallo ihr Lieben, wenn ihr heute sehen könntet, was ich hier gerade sehe, rings um mich rum, würdet ihr verrückt werden. Vor Freude? Wer weiß, bleibt dran. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich spinne, also Wolle spinne aus Rohwolle, aus fertig kandierter Wolle. Ich erkläre euch gleich, was das ist. Und dass ich auch webe und stricke. Jetzt hatte ich das neulich erwähnt und da meinte jemand, Mensch, zeig doch mal, was du so machst. Und genau das werde ich heute tun. Ich muss jetzt was vorweg schicken. Ich habe demnächst eine größere Zahngeschichte vor mir und wenn ich heute lispele, dann liegt das daran, dass die Geschichte schon angefangen hat. Also mein ganzes Gedöns wird restauriert und morgen werden mir Zähne gezogen und all so ein Kram. Es kann sein, dass ich länger nicht sprechen kann und darum mache ich jetzt dieses Video noch, damit ihr überhaupt was zu schauen habt. Und da gibt es so viel zu sehen und möglicherweise wird es auch länger, dass ihr auch länger was davon habt. Das jetzt nur als kurzes Intro. Aber ich würde sagen, wir legen mal los. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ein Schaf wird geschoren und das, was von dem Schaf runtergeschoren wird, nennt man nicht Fell oder in irgendeiner Form so etwas, sondern Vlies. Wer denkt, dass Schafe scheren eine Tierquälerei ist, der irrt sich, denn die meisten Schafe sind wirklich so gezüchtet, dass sie mindestens einmal im Jahr geschoren werden müssen. Und wenn das nicht getan wird, dann hat das schon gesundheitliche Folgen für das Tier. Insofern gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, boah, ist Tierquälerei. Es gibt eine tierquälerische Art und Weise, die in Australien gerne eingesetzt wird, und zwar nennt sich das Musseling. Das heißt, den Schafen wird der Hintern geschoren. Das heißt, im Grunde genommen wird das ganze Fell da wegrasiert, sodass das wirklich blutig ist, damit sich diese Schafe, wenn sie halt, ich sag mal, auf Klo gehen, dort das Vlies nicht beschmutzen können. Das ist in meinen Augen auch Tierquälerei und darum bin ich generell dagegen, ein Vlies von solchen Tieren zu kaufen oder auch Wolle von solchen Tieren zu kaufen. Es gibt in Australien das Merino-Schaf, was hauptsächlich gezüchtet wird und eben auch unter dieser Maßnahme extrem zu leiden hat. Ich verwende auch Merino, aber ausschließlich süddeutsche Merino. Bei den Schafen wird das nicht gemacht, denn in Deutschland ist das verboten und in vielen anderen Ländern auch. Die Sache ist die, dass ein süddeutsches Merino-Schaf nicht so eine feine und weiche Faser hat. Aber es ist mein Lieblingsmaterial und überwiegend arbeite ich damit. Das jetzt nur so als kleiner Disclaimer, damit ihr wisst, was ich tue. Diese Vliese von den Schafen, die kaufe ich oft auf. Das heißt, Schäfer in Deutschland haben oft Probleme, ihre Wolle abzusetzen, weil natürlich nicht mehr so viel gesponnen wird, wie es noch vor Jahrzehnten war. Das heißt, ja, die Wolle landet auf dem Müll. Jetzt gibt es aber etliche Frauen, so wie mich, die eben auch Wert darauf legen, dass sie diese Vliese erhalten. Sie sind relativ kostengünstig, sind aber mit sehr viel Arbeit verbunden, weil du bekommst praktisch das Vlies direkt vom Schaf. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Schaf ein halbes Jahr draußen steht, was sich darin befindet. Neben den Fäkalien, die natürlich dort sind, befinden sich oft Kletten darin, es sind Gräser darin, es sind Grassamen, es sind Blumensamen, also es ist Schmutz, es ist vom Regen festgesetzter Schmutz im Fell, also es ist sehr, sehr aufwendig, diese Wolle aufzuarbeiten. Nun haben wir aber auch das Glück, dass es in Deutschland Firmen gibt, die schon aufbereitete Wolle in Kragenbändern verkaufen. Und das heißt, die Wolle wird industriell gekämmt bzw. sortiert und wird kardiert. Das heißt, die Wolle wird in die Fasern gelegt. Das heißt, dass wir Spinnerinnen dann halt diesen Wollstrang bekommen. Das ist dann auch eine Art Rohwolle. So ungefähr könnte das aussehen. Das ist jetzt zum Beispiel auch
ein Band. Ne? Das ist jetzt geflochten, das habe ich selber gefärbt. Und dann bekommt ihr das und damit könnt ihr dann spinnen. Und das ist auch eine Methode, die ich häufig verwende, um sie dann einzufärben und daraus meine Wolle zu fertigen. Ich färbe ganz viel meine Wolle selber. Das heißt, ich kaufe naturfarbene Wolle auf, die meistens ein Weiß, also ein nicht Schneeweiß, sondern mehr so, ich sage immer Wollweiß, ist blöd, aber es ist schon ein Farbton. Und ich habe, ich will mal gucken, keinen da, der jetzt genau in diese Farbnuance geht. Und die färbe ich mir selber ein. Also ihr habt schon diesen Strang gesehen. Dann zum Beispiel mache ich solche sogenannten Beds. Das ist jetzt von mir gefärbte Wolle, die ich mit der Hand kadiert habe. Und da habe ich Seide mit eingearbeitet. So ein gutes Stück hat verschiedene Gewichtsklassen. Und das zum Beispiel können jetzt Spinnerinnen, die nicht kadieren wollen, weil das ist eine mordsmäßig anstrengende Arbeit, so fertig bei mir kaufen und daraus selber ihre Wolle spinnen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich kann nicht alles anpacken, was ich habe, ist klar, ne? Ich zeige euch jetzt mal, wie ich letztes Jahr meine Wolle gewickelt habe und so verkauft habe. Ich habe hier mal so drei Stränge, die halt so gewickelt werden. Und zwar habe ich einmal das Bentheimer Schaf. Das zum Beispiel ist Wolle, die ich direkt im Vlies gekauft habe. Das heißt, die habe ich selber gewaschen, die habe ich selber gekämmt, die habe ich selber gesponnen. Und man kann vielleicht vereinzelt sehen, dass sie sehr, ja, ursprünglich ist. Das ist jetzt auch nur ein kleines Band, hat ein Gewicht von 32 Gramm, extrem wenig. Das ist jetzt, wenn das jemand kauft, der arbeitet das vielleicht in ein Kleidungsstück mit ein. Es ist auch eine Wolle, die nicht jeder direkt auf der Haut tragen kann, weil sie schon sehr ursprünglich ist. Und dadurch, dass sie, man sagt, also als Spinner sagt man das nicht, aber jeder würde sagen, die fusselt, die Granhaare. Granhaare sind die Haare, die beim Schaf halt auch länger sind und die so ein bisschen das pieksige Gefühl machen. Die sind hier noch drin. Also es ist eine Wolle, die ist sehr griffig, aber auch wunderschön. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine naturfarbene Wolle. Ich mag das sehr. Im krassen Gegensatz dazu steht die Alpaka-Wolle, die ich auch gekauft habe im Band und dann gesponnen habe. Die hat jetzt ein Gewicht von 57 Gramm, was schon eine ganz gute Knäuelstärke ist. Ihr kennt das von industriell gefertigten Garn. Man meistens auch 50 oder 100 Gramm. Diese Wolle ist so zart und weich, die kann man direkt auf der Haut tragen und das mag jeder. Ihr müsst wissen, dass diese ganzen Garne, das ist im Oberbegriff Schurwolle zu finden. Also so ein Knäuel ist jetzt nicht gerade günstig. Hier sind wir bei 50 Gramm, sind wir um 14 Euro, was völlig normal ist, weil auch die Wolle im Einkauf schon recht teuer sind. Dann dürft ihr nicht vergessen, dass ich für 50 Gramm Wolle ungefähr 4 Stunden spinne. Es kommt natürlich auf die Stärke des Garns an, aber du musst für ein zu strickendes Garn musst du zwei einzelne Fäden spinnen, die hinterher miteinander verzwirnt werden, damit du da stricken kannst. Erst dann ist es ein vollwertiges Garn. Das hier zum Beispiel ist eine Garnmischung mit verschiedenen Wollqualitäten. Sowas mache ich gerne. Und das nennt sich dann auch Art Yarn, weil hier habe ich kleine Knüttel mit eingesponnen. Das ist also eine Art, eine Kunstart zu spinnen. Nennt man Art Yarn, also Kunstgarn. Dann habe ich hier, in diesem Jahr gibt es bei mir die Stränge komplett zu kaufen. Das hier ist jetzt eine Riesenmenge, das sind 140 Gramm. Ich wickel das mal auf. Eine von mir handgefärbte Wolle, die auch von der Garnstärke, wenn ihr das in Stricknadeln rechnet, mit einer 2er bis 3er Stricknadel verstrickt werden kann. Habe ich verschiedene Farben gemischt. Die sind kadiert, also von Hand zusammengearbeitet. Stellt euch das so vor. Und dann von mir zu einem Garn versponnen worden. Und das ist mega flauschig. Es ist süddeutsche Merino und wunderschön, finde ich jedenfalls.
Es geht weiter mit Garnen. Da seht ihr auch, hier habe ich auch verschiedene Farben gemischt. Auch solche Mischungen mag ich sehr. Finde ich es eine wunderschöne Farbe. Hier seht ihr das Pendant zu der Wolle, die ich euch eben gezeigt habe. Hier habe ich einen Farbverlauf gefärbt. Das heißt, wir gehen von fast weißer Wolle über zu hellblau bis ganz ins Dunkelblau. Das wird auch so, wenn ihr das verstrickt, auch den Farbverlauf ergeben, das unten hellblau und es wird dann halt immer dunkler. Das zum Beispiel ist jetzt eine Sorte, die ich gemacht habe. Ich habe aber noch mehr. Dann habe ich in dieser Färbung, ich mag auch ganz gerne, ich mag ja eigentlich schwarz, hat sich herumgesprochen. Aber bei Wolle experimentiere ich unglaublich gerne auch mit Farben. Schaut mal, wie hübsch das ist. Auch hier seht ihr, ich habe so ein paar Effekte mit reingesponnen. Das ist jetzt ein pink-rosa gefärbtes Garn, wo ich weiß mit reingesponnen habe. Und darum habt ihr diese Art Maserungen. Bei dieser Wolle ist es so, dass ich zwei verschiedene Farben miteinander gemischt habe. Ich habe also ein blaues Garn gesponnen und ich habe ein grünes Garn gesponnen. Und das habe ich miteinander verzwirnt und habe dann dieses Effektgarn dabei herausbekommen. Und auch das, wenn ihr das verstrickt oder verhäkelt oder verwebt, so wie ich es mache, ergibt hinterher ein wunderschönes Stück. Mittlerweile türmen sich hier die Berge, aber ich habe noch was. Hier zum Beispiel habe ich auch ein naturfarbenes. Das sind mehrere Stränge, also ihr seht, ich unterteile die immer in gute Portionen. So kann sich jeder überlegen, möchte ich jetzt ein Knäuel kaufen, möchte ich zwei. Und ich werde die einfach so aufhängen, dass jeder die Garne berühren kann. Also ich fahre ja auf Märkte, dass man die berühren kann, dass man sie sich anschauen kann, dass man die Weichheit prüfen kann. Und das ist jetzt Blue-Faced Lesser. Das ist eine englische Wolle. Und diese Wolle verspinne ich am allerliebsten. Sie ist vom Weichheitsgrad ungefähr wie die süddeutsche Merino, aber es ist eine Struktur, die ist einfach der Wahnsinn. Ich liebe diese Wolle über alles und sie ist natürlich auch kostenintensiver, weil das schon so ein spezielles Ding ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ich lege die hier oben drauf, der Stapel wächst. Dann habe ich, noch mehr Leute, es war noch lange nicht das Ende. Auch hier ist eine naturfarbene Wolle und die nennt sich Polarfuchs. Das ist eine Wolle, die nicht weiß ist, sondern so eine beigefarbene Einfärbung hat. Es ist eine Wolle, Polarfuchs, kommt, meine ich, aus Skandinavien. Also es ist jetzt kein Fuchs, sondern Schaf, was so heißt. Und auch dieses Garn liebe ich. Also auch die Struktur des Garns ist nicht ganz so weich wie BFL, also Blue-Faced Lesser und Merino-Wolle. Aber es ist eine fantastische Struktur. Und daraus eine Strickjacke oder ein Überziehpullover zu stricken, ist ein Traum. Weil die Wolle ist wirklich unglaublich schön, auch obendrauf. Aber wir sind natürlich immer noch nicht am Ende. Hier, ach, das habe ich euch schon gezeigt, muss ich auch wieder oben drauf packen, vielleicht sehe ich nichts mehr. So, und jetzt haben wir so das letzte Ding, was ich hier noch habe, worauf sich auch verschiedene Einfärbungen befinden, weil ich versuche immer für jeden Geschmack etwas herzustellen. Hier habt ihr ein bisschen was mit Grün, daraus eine Mütze, sieht bestimmt fantastisch aus. Hier ist etwas mit Rot und hier ist etwas in Grau-Türkis, also auch, ne, so die Wolle, wunderbar. Das ist jetzt Wolle, die ich auf Märkten verkaufe. Und natürlich, ich werde das mal nach unten befördern und melde mich sofort zurück. Was vermutlich auch ein bisschen seltsam anmutet, ist die Tatsache, dass ich im Sommer viel spinne und zwar draußen auf meiner Terrasse. Aber das habe ich in meinem Gartenvideo schon erwähnt, weil einfach die Sache, ich arbeite das ganze Jahr vor, um dann kurz vom Wintereinbruch halt Dinge auf Märkten zu vertreiben. Die Wolle kommt gut an, weil wir wissen, alle qualitativ hochwertige Schurwolle
ist nicht ganz günstig im Einkauf. Und die handgearbeitete, also ihr müsst euch vorstellen, ich sitze dann an meinem Stand, habe mein Spinnrad mit und spinne vor Ort, was ganz oft für ziemlich viel Aufsehen erregt. Und seltsamerweise bleiben meistens Männer stehen. Das finde ich so interessant, weil die scheinen sich für die Technik mehr zu interessieren als Frauen. Dafür sind Frauen dann größer oder stärker vertreten, wenn es um die Endprodukte geht. Ich möchte euch mal ganz wenige Endprodukte zeigen, weil ich habe etliches, weil ich arbeite seit 1,5 Jahren mit Wolle und natürlich entsteht dann einiges. Zum Beispiel habe ich diesen süßen Kinderschal gemacht. Er ist klein, er ist fein. Eine lilafarbene Wolle habe ich halt mit einer naturfarbenen Wolle gemischt. Ihr seht, das ganze Stück ist kompakt, ist relativ weich, ist ganz niedlich. Das sind so die Sachen, die jetzt in diesem Jahr geboten werden, weil ich mache jedes Jahr eine neue Kollektion. Also ihr bekommt immer neue, frische Wolle von mir. Was nicht verbraucht wird, werde ich verarbeiten oder was ich nicht verkaufe, wird wieder verarbeitet. Und jedes Jahr entsteht, ja, eine neue Kollektion. Das wäre jetzt zum Beispiel mal ein Kinderschal. Dann habe ich auch einen etwas robusteren Schal, zum Beispiel für den Herrn. Also wirklich, ne, wunderschön. Ihr seht, der ist relativ durchsichtig, sehr fein, also sehr fein versponnene Wolle. Ist eine rustikale Wolle, wo ich auch Färbungen mit reingearbeitet habe. Ihr könnt es sehen. Es ist alles von mir gesponnene Wolle, die dann verarbeitet wird. Und hier kann man dann nochmal sehen, wie sich die Farben zusammensetzen. Und meine Schals sind im Schnitt 1,80 Meter lang. Also eine ganz prima Sache und haben auch immer die relativ gleiche Breite. Schauen wir mal weiter. Diesen Schal hier mag ich ganz besonders, weil ich arbeite auch gerne mit so Spielereien. Schaut, da habe ich solche Sachen mit reingewebt. Auch hier von mir gefärbte Wolle in Kombination mit einer Naturwolle. Hier sind einige Abstufungen in den Farben drin. Die sind jetzt ein bisschen knitterig, weil immer, ich packe die alle in eine Kiste, damit da nichts dran passiert. Und auch den Schal mag ich unglaublich gerne und auch aus der neuen Saison. Ein hübsches Stück, meine ich jedenfalls. Dann habe ich einen Schal, wo ich eine Anleitung für als Video eingestellt habe. Das ist jetzt ein schottisches Karo-Muster, also ein wirklich schottisches Karo-Muster, nicht von mir ausgedacht, sondern wirklich nach einem Clan gearbeitet, fragt mich aber nicht, welcher das ist. Und auch hier die Wollen habe ich alle selber gefärbt. Und hier ist eine graue Wolle, eine rote, also hier die dunkelgraue ist sogar Alpaka, weil ich arbeite auch gerne mit verschiedenen Garnen und Garnstärken zusammen, damit so ein Schal auch Struktur hat. Ganz wichtig ist dabei zu sagen, jeder Schal wird von mir nur ein einziges Mal gefertigt. Das heißt, es ist null Fließarbeit, sondern 100% Handarbeit. Und da kann jeder sicher sein, dass er ein ganz, ganz einmaliges Stück bekommt. Noch ein Schal, der in dem Hahnentrittmuster gewebt ist. Das ist jetzt für Herren oder Damen zu tragen. Eine ganz feine Wolle. Auch hier habe ich wieder dieses Dunkelrot habe ich gefärbt und das Grau ist eine natürliche Faser und auch den Schal mag ich unglaublich gerne. Und wie gesagt, alles Einzelstücke. Ich habe aber noch 3 für euch. Auch hier, wer es kariert mag, weil kariert ist immer ein Klassiker, finde ich. Und hier ist es so, dass er ein bisschen dezenter kariert ist. Auch hier wieder handgefärbtes Garn kombiniert mit einem solargefärbten Garn. Das heißt, dieses Garn, was hier so gelblich erscheint, hat mindestens 6 oder 8 Wochen in der Sonne gestanden und hat sich mit Pflanzen, und ich meine, es waren Haselnussblätter, in diese Farbe verwandelt. Es war vorher naturweiß
Und hier in diese Phase habe ich noch Seide mit reingearbeitet. Also ein feines Stück, eine Kostbarkeit und Einzelstück. Vielleicht kann ich nicht mehr sprechen, aber ich zeige euch den Rest auch noch. Auch hier habe ich gefärbte Wolle mit naturfarbener Wolle verarbeitet. Das ist ein relativ dezenter Schal, wo ich dann hier am Ende die Fransen so ein bisschen geflochten habe. Weil ich finde, das sind immer so Sachen je nach Geschmack. Auch ein ganz feines Teilchen, sowohl für eine Dame als auch für einen Herrn zu tragen. Jetzt der letzte. Auch hier habe ich jetzt eine naturfarbene Wolle verwebt. Da habe ich die Fäden noch nicht vernäht. Ihr seht es. Da muss ich noch dran arbeiten. Der ist wahnsinnig weich. Also der ist so dermaßen weich, der ist fast im Gefühl wie original Baumwolle, ist aber keine, ist Schurwolle. Und hier habe ich halt Wollfäden mit reingearbeitet, um dieses Muster zu erzeugen. Solche Sachen mache ich unglaublich gerne. Jetzt zeige ich euch noch ein Stück. Das zum Beispiel ist eine Tasche, die ich aus handgesponnenem Leinengarn, das hier ist original Lein, eine sehr fusselige Angelegenheit hergestellt habe. Und den habe ich hier, das ist ganz, ganz fein gesponnene Merino-Wolle. Und das ist ein Knopf aus den 50er Jahren. Und die kann man jetzt als Klatsch nehmen, als Schminktasche. Also finde ich auch ein wunderschönes Stück. Dann habe ich aber auch Wolle, Moment, es kippelt, Wolle gesponnen und stricke daraus Mützen. Das ist so, dass ich abends vom Fernseher sitze und ich langweile mich schnell. Und dann webe ich oder stricke ich, und im Moment stricke ich gerne, weil so kann ich meine Wollreste, in Anführungsstrichen, die über sind, schön verarbeiten. Zum Beispiel zu solcher Art von Mützen. Auch ganz, ganz kuschelig, ganz hübsches Stück. Das ist die, die ich als letztes gemacht habe. Also ich mag sowas sehr. Und auch hier ist wieder das Weiße, hier ist Seide. Also das sind dann so Spezialdinge, die auch jeder nur einmal bekommt. Eine Mütze für den Herrn im Rippenstrick. Ihr seht es. Und das ist Alpaka. Also eine der kostbareren Wollen. Und das hier ist im Gegensatz dazu eine irische Wolle, die relativ rau ist, und in Kombination mit diesen beiden, weil ich mag diese Materialmix-Sachen, also ich mache nicht einfach nur so Wolle, um Wolle zu machen, sondern ich liebe es auch, Dinge miteinander zu kombinieren, weil das macht richtig Spaß. Und hier hast du halt extrem weich und relativ rau und in Kombination eine wunderbare Geschichte. Und ich finde auch grau und braun passt super zusammen. Hier habe ich jetzt mal eine Mütze gemacht aus einem Garn, das ich ganz schön fand. Jetzt hier, das ist auch eine naturfarbene Wolle, wo ich ganz viel verschiedene Qualitäten und Farben mit reingesponnen habe. Und das habe ich dann kombiniert mit dieser extrem weichen Wolle. Und es ist halt auch eine Mütze. Dann habe ich eine Mütze in der Form. Also ihr seht, jedes Stück ist individuell. Hier ist jetzt kein Bündchen dran, aber es ist halt auch im Rippenstrick. Eine Mütze aus Alpaka. Die sieht jetzt sehr groß aus, aber das ist so eine Mützenform, die ich gerne mag. Die setzt du auf und die hängt hinten runter. Die kannst du jetzt tragen, wenn du zum Beispiel Dreadlocks hast oder. Also wirklich, ich habe jetzt meinen Hut auf, ich setze jetzt nicht auf. Wunderschön und sowas von weich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und genau in dem gleichen Prinzip habe ich diese Mütze gestrickt. Auch hier seht ihr wieder ganz viele verschiedene Wollqualitäten, die ich zusammen versponnen habe. Und ich finde, das ist richtig schön. Jetzt habe ich euch so viel gezeigt und ich muss gleich mal einen Schluck Wasser trinken. Und dann haben wir noch einen Loopschal. Sowas mache ich dann halt auch, dass ich Wolle färbe und sie dann wirklich so verarbeite, dass die einzelnen Farben auch sichtbar sind. Also das ist jetzt auch ein etwas fröhlicheres Stück,
aus Merino-Wolle und das gefällt mir auch richtig gut. Jetzt liegt ein etwa 1 Meter hoher Berg an Wollsachen neben mir auf dem Boden. Keine Angst, ist alles sauber da unten. Das war eigentlich das, was ich euch mal zeigen wollte. Und jetzt habt ihr vielleicht ein Viertel von dem gesehen, was ich in diesem oder Ende letzten Jahres bis jetzt produziert habe. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin irgendwie immer dabei, irgendetwas zu tun, was mit Wolle zu tun hat. Entweder färbe ich oder ich kadiere mir sowas hier. Guck mal, die schöne Seide. Ist das nicht ein Träumchen? Oder webe oder stricke oder ja, ständig irgendwie beschäftigt. Die Sachen, die ihr jetzt gesehen habt, das sind alles Sachen, die in meinem Shop noch nicht zu finden sind. Wenn ihr etwas gesehen habt, jetzt ganz im Ernst, und das gefällt euch, denkt dran, Einzelstücke, handgearbeitet, 100% Schurwolle, kein bisschen Plastik, nichts drin. Es hat alles noch ein ganz klein wenig Wollfett, das heißt, so ein Schal lebt mit euch bis zum Lebensende, selbst wenn ihr 20 bist, kannst du den noch 50, 60 Jahre haben. Die könnt ihr mit der Hand waschen, ist alles vorgewaschen, da läuft nichts mehr ein, das mache ich auch. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt mir in die Kommentare, was euch interessiert. Und wenn ihr etwas von mir kaufen wollt, ist das auch kein Ding, weil ich habe ein Gewerbe angemeldet, ich darf das verkaufen. Ich habe auch einen Shop, den ich euch unten verlinke, allerdings sind da nur Sachen drin, glaube ich, die von letztem Jahr sind. Aber wie gesagt, wenn euch irgendwas interessiert, lasst es mich wissen und über Preise kann man reden. So, das ist jetzt am Dienstag aufgenommen, morgen am Mittwoch werde ich beim Zahnarzt sein. Ich habe eine anderthalbstündige Behandlung vor mir. Erstmal ist die erste, die von vielen kommt und ich weiß nicht, ob ich danach noch sprechen kann. Also, ja, falls ihr nichts mehr von mir hört, keine Panik, ich habe nicht aufgehört, YouTube zu machen und ich will euch auch nicht im Stich lassen. Aber ich würde dann sagen, wegen Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen. Wenn ich aber reden kann, dann sabbel ich euch wieder vor. Ist kein Ding. Kann sein, dass ich mich wieder melde. As soon as possible, also so schnell wie möglich. Ansonsten, wenn es ruhiger ist, macht euch keine Sorgen. Ich komme wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch. Und ich hoffe, ihr hattet ein ganz klein wenig Spaß an diesem Video und mögt meine Arbeiten. Wolle, habe ich gesagt, Wolle ist, zeige ich überall Wolle, selber schuld. Aber das macht euch den Spaß, mit dem Material zu arbeiten. Und ich sag euch, wenn ihr so eine Wolle versponnen habt, wenn ihr die kadiert habt, eure Hände sind danach sowas von gepflegt und weich. Ein Träumchen. So, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Jetzt müssen wir weitermachen und ich grüße euch bis zum nächsten Mal und hinterlasst mir Kommentare, wie ihr das gefunden habt und was euch interessiert. Ich antworte gerne. So, bis dann.